erste Projekt der letzten Ringana-Jahre haben wir jetzt finalisiert. Und dafür möchte ich euch ganz kurz jemanden vorstellen oder möchte ich ganz kurz etwas darüber erzählen. Ringana ist die innovativste, nachhaltigste und beste Firma auf der ganzen Welt. Davon bin ich überzeugt und ich meine, da seid ihr auch überzeugt davon. Und ich war zusammen mit dem Christoph und unserem Produktmanagement und allen anderen Verantwortlichen der Firma, haben wir uns Anfang 2016 entschieden, wisst ihr was, wir machen einfach unsere Verpackung neu und wir machen auch die beste Kosmetikverpackung auf der ganzen Welt. Und haben uns damit hunderten Lieferanten zusammengesetzt, haben Recherche betrieben, haben Online-Recherche betrieben, waren auf Messen und haben Verpackung gesucht oder haben eine notwendige Verpackung gesucht. Verpackung ist ja leider ein notwendiges Übel, aber wie gesagt, man braucht sie ja. Haben eine Verpackung gesucht, die dem hohen Ringana-Qualitätsanforderungen und dem hohen Ringana-Standard entsprechen. Und wir haben gesucht und gesucht und gesucht und wir haben wirklich nichts gefunden. Und am 11. Oktober 2016, ich habe vorher meine E-Mails durchgeschaut und deshalb weiß ich, dass es der 11. Oktober 2016 vormittags war, haben wir uns bei einem solchen Termin mit einem potenziellen Verpackungslieferanten entschieden, wisst ihr was, wir können das besser. Wir machen selbst unsere Verpackung, wir entwickeln selbst die nachhaltigste, beste, innovativste und modernste Kosmetikverpackung am weltweiten Kosmetikverpackungsmarkt. Wieso machen wir das? Weil niemand das kann, was wir können. Wir sind nicht nur der beste Kosmetikhersteller, wir sind mittlerweile auch der beste und innovativste Kosmetikverpackungsentwickler. Und gemeinsam hierfür haben wir uns einen deutschen Partner gesucht. Das ist die Firma Gablast aus dem südbayerischen Raum. Die Firma Gablast hat vor 10 Jahren ein Produkt entwickelt. Ihr kennt es heute alle. Und zwar haben sie es geschafft, dass sie aus einem Kunststofffläschchen, in dieses Kunststofffläschchen einen Innenbeutel hineingeben, in einem Arbeitsschritt und dadurch die erste funktionierende Kunststoffkosmetikverpackung der Welt erzeugen, die airless ist. Und dieser Entwickler von der Firma Gablast, den möchte ich ganz kurz vorstellen, das ist der CTO, der kreative Kopf der Firma Gablast, ist ein richtiges Genie auf seinem Gebiet, ist sicherlich der oder einer der innovativsten Kosmetikverpackungsentwickler Deutschlands, das ist der Herr Stefan Knehr. Wow. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. Hat Mark Forster gesungen, aber ich muss sagen, so fühle ich mich heute bei Ihnen auch. Weil die Power von Ihnen, von 3500 frische Partnerinnen und Partnern, ich kann es Ihnen versichern, die spürt man. Ich spür's gerade oben an der obersten Haarwurzel bis runter zu den Schwammerl in die Knie. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, heute bei Ihnen hier in Salzburg zu sein und die Geschichte und die Idee hinter dieser Verpackung, wo der Herr Wannemacher gerade angekündigt hat, zu benennen. Aber lassen Sie mich beginnen beim Wichtigsten, nämlich bei unseren Kunden. Denn unsere Kunden verwenden ja die frische Kosmetik auf der Haut, um ageless zu bleiben oder zu werden. Doch was kann jetzt eine Verpackung dazu beitragen eigentlich, würden Sie sich jetzt vielleicht fragen. Nun ja, ich würde sagen, wir drehen den Spieß einfach um und sorgen dafür, dass die frische Kosmetik ageless bleibt. Denn das ist das Entscheidende bei diesem Produkt, dass die Frische bis zum letzten Pumpenhub, bis zur letzten Anwendung funktioniert und eben frisch ist. Und somit haben wir auch schon das Thema und die Zielsetzung dieser Packmittelentwicklung benannt. Denn auf der anderen Seite ist es ja so, dass frische Kosmetik für die Haut nun mal, der Wannemacher hat es gerade gesagt, als notwendiges Übel in Kunststoff verpackt werden muss. Denn andersherum
funktioniert das Ganze zumindest noch nicht. Weil Kunstkosmetik auf der Haut will keiner von uns haben und eine frische Verpackung gibt es halt nun mal noch nicht. Also haben wir uns überlegt, mit welchen Werkstoffen gehen wir nun diese Entwicklung an? Und haben auf der einen Seite den Kunststoff für die Funktion, der doch trotz seines leichten Gewichtes und der geringen Dichte, wie ich später noch erklären werde, die volle Funktionsfähigkeit sicherstellen wird. Und auf der anderen Seite das Glas mit seiner hohen Dichte, mit seinem kühlen Touch, was eben dementsprechend für das Image und die Hochwertigkeit der Verpackung spricht. Und somit ist auch Glas in allen Kulturkreisen und Kontinenten bekannt für Hochwertigkeit und Luxus. Doch was ist Frische? Frische ist, wenn alle unsere Sinne sagen, das ist frisch. Das heißt der Geruchssinn, der Tastsinn, der Geschmackssinn vielleicht und eben auch das Visuelle, die Optik. Und diese evolutionäre Eigenschaft von uns Menschen hat uns zu Urzeiten schon davor bewahrt, verderbliche Ware zu essen und beim Überleben geholfen. Naja, und die, die es halt nicht so gut konnten, die gehören nicht zu unseren Vorfahren und sitzen heute eben auch nicht hier. Da hat die Evolutionstheorie schon dafür gesorgt. Das heißt, unsere Mission hier in diesem Projekt war es, eine Verpackung für die Sinne zu machen. Man könnte also sagen, Verpackung ist unser 7. Sinn. Doch Verpackung ist noch mehr. Verpackung bedeutet Antworten, nämlich auf die Fragen der Hersteller. Wir haben von dem Ringana-Qualitätsanspruch gehört, aber auch der Konsumenten, ihrer Kunden. Denn ohne Produkt keine Verpackung und ohne Verpackung kein Produkt. Das heißt, diese Symbiose, die hier zusammenfinden und passen muss und dementsprechend, ja, auf Neudeutsch würde man sagen, tailor-made für jedes Projekt neu angepasst werden muss. Des Weiteren bedeutet Verpackung aber auch Verantwortung. Und zwar Verantwortung für den Einsatz mit den Ressourcen. Die Frage ist jetzt nur, an wen wendet man sich, um zu wissen, welche Verantwortung müssen wir denn gerecht werden überhaupt? Und da könnte man geneigt sein, einfach mal bei einer der höchsten Nichtregierungsorganisationen nachzulesen, was dort so zum Thema Verpackung zu finden ist und im Speziellen zur Kunststoffverpackung. Und so findet man ein Vorwort der UN, Kunststoff ist nicht das Problem, es ist, was wir damit tun. Und die Verantwortung obliegt uns, es einfach smarter, diesen wunderbaren Werkstoff anzuwenden. Eric Solheim, Head of UN Environment. Und genau das ist eben der Leitsatz, unter dem dieses Verpackungsprojekt eben gestellt wurde. Das heißt, wir wollen die richtige Verpackung richtig einsetzen. Man könnte auch sagen, eine effektive Verpackung eben effizient einsetzen. Also haben wir uns gesagt, 2016, hocken wir uns an den Tisch und erfinden mal. Jetzt möchte ich Ihnen so ein bisschen den Einblick geben, wie so Techniker im kleinen Kämmerlein am grünen Tisch da an das Erfinden herangehen. Und das Schöne ist, dass in dem deutschen Wort Erfinden schon der Schlüssel teilweise für den Erfolg drin liegt. Denn es steht dort das Wort Finden. Man muss also nur mal schauen, was gibt es denn eigentlich schon? Vielleicht muss man nur bereits Vorhandenes einfach neu kombinieren, weil eine Lösung allein eben die gestellten Anforderungen nicht komplett erfüllen kann. Naja, und wenn man so eben in die Verpackungswelt schaut, gibt es zwei große Lager. Einmal das Lager der rigiden, steifen Verpackungen wie Flaschen und Kanister und eben das Lager der flexiblen Verpackungen. Die kennt jeder von uns leider, die Chipstüte zum Beispiel abends auf der Couch. Und wenn man das Ganze eben miteinander kombiniert, dann kann man durchaus auch von einer Hybridverpackung eben sprechen. Sprich, das Beste aus zwei Welten. Und jede Entwicklung, wenn man schon mal einen Gedanken hat, geht natürlich mit einem Prototypen weiter. Also haben wir uns überlegt, was in der flexiblen Verpackung bietet erstens den besten, größtmöglichen Schutz und zweitens genießt unser aller vollstes Vertrauen. Und das ist kein Schmäh.
größtmöglicher Schutz. Genau. Weil das Kondom, wie wir alle wissen, steht für Safer Sex, also größtmöglichen Schutz. Das haben wir verwendet für den Prototypen als Repräsentant der flexiblen Verpackung. Natürlich brauchten wir auch noch einen Gegenspieler auf Seiten der rigiden Steifenverpackung. Das heißt wirklich so. Das ist Fachjargon. Und entgegen der vorherrschenden Meinung vielleicht, haben wir das Kondom nicht außen drüber gestülpt, sondern innen reingestopft. Haben es dann mit Creme befüllt, haben oben, also... Ja, und da es sich um eine Airless-Verpackung handelt, auch randvoll. Haben dann eine Pumpe oben drauf getan, die... Also das ist... Ja, den Technikern sagt man ja immer nach, dass sie sehr ruhig sind, aber ich kann euch versichern, stille Wasser sind schmutzig, gell? Und, naja, wenn es zum Ziel führt, soll es uns recht sein. Auf jeden Fall haben wir eine Pumpe noch oben drauf getan, die eben nur Produkt in eine Richtung ausbringt und keine Luft mehr in die andere zurücklässt. Haben dann den Prototypen eben mit Kondom, Dose, Pumpe angewendet und siehe da, es hat funktioniert. Und somit war das die Geburtsstunde unserer Safer Packaging. Das heißt, der erste Gedanke war Safer Sex und wir haben es zum Safer Packaging gemacht. Dankeschön. Ich habe schon eingangs erwähnt, die Kombination aus Bag in Bottle oder wie man vielleicht hier in Salzburg sagen würde, das Sackerl in der Flasche, hat aber für das Projekt mit Ringana nicht gereicht, diese einfache Hybridverpackung, weil die Flasche diente hauptsächlich dem Schutz des Beutels, vor Verletzung zum Beispiel, dass man sie transportieren kann und dass man auch natürlich die Pumpe irgendwo aufbringen kann. Nein, wir haben für dieses Projekt eben noch, um auch diese Wertigkeit mit dem Glas hineinzubekommen, was eben über das Konzept, der Herr Wannemacher wird es noch ausführen, recycelfähig ist, dementsprechend, dass die Hybridverpackung noch ins Quadrat gesetzt. Das heißt, das ist Hybrid im Quadrat. Und warum machen wir das Ganze? Das Ganze machen wir, um einen, ja, in der Schule hat man mal so Triaden, so drei Klänge, drei Sprüche auswendig gelernt und für uns gilt es hier eigentlich genauso. Nämlich frische, oh, Entschuldigung, da war ich zu schnell. Frische braucht Reinheit, Reinheit braucht Schutz und Schutz bewahrt Frische. Und genau das ist unser Auftrag. Und um diesen Schutz geht es nämlich jetzt. Nämlich der Schutz der Eigenschaft der frischen Kosmetik. Und da kommen wir auf eine ganz elementare Performance dieses kleinen, dünnen Beutels im Inneren zu sprechen, nämlich die Sauerstoffbarriere. Sie sehen hier exemplarisch dargestellt im Balkendiagramm, wir Techniker lieben sowas, die Sauerstoffdurchlässigkeit einer normalen Standardflasche aus HDPE, Wandstärke 1, 1,2 mm gegenüber unserem kleinen Sackerl in der Flasche. Und dort innen drin ist einlaminiert quasi über den Prozess eine Sauerstoffsperrschichtfolie, die nur so dünn ist wie ein feines Haar, 40 Mikrometer. Das ist eine Zahl, Mikrometer, 10 hoch minus 6 Meter sind das, also eine Zahl mit 6 Nachkommastellen. Und man sieht den roten Balken eigentlich fast gar nicht, so klein ist es. In dem Fall war es der Faktor 250. Das heißt, das Sackerl in der Flasche lässt 250 mal weniger Sauerstoff, nicht nur während der Lagerung, dem Transport zu Ihnen, sondern auch während des Gebrauchs der frischen Kosmetik hindurch. Denn das Sackerl zieht sich ja beim Gebrauch, beim Anpumpen immer weiter zusammen und bringt das Produkt aus und somit ist natürlich dementsprechend der Schutz auch beim Gebrauch noch voll dabei.
Und zum Vergleich, wir haben hier vielleicht in der Luft eine Luftbewegung von 1-2 km/h durch die Lüftungsanlage. Fahren Sie mal auf eine deutsche Autobahn bei 250 km/h, machen das Fenster auf und halten mal die Hand raus. Das ungefähr ist die Verhältnismäßigkeit, was hier eben an Sauerstoff durchgeht. Allerdings wollen wir ja auch als und unsere Kunden vor allem, die global unterwegs sind und in jeder Lebenslage müssen wir in unserer Gesellschaft heutzutage immer performen und Höchstleistungen bringen. Und so auch das Packmittel muss in allen Lebenslagen funktionieren, sprich 360 Grad. Und die Ausbringung muss immer garantiert sein, dadurch, dass er das Sackerl, das Produkt immer an die Pumpe liefert. Wir haben natürlich noch eine weitere Schutzfunktion und die ist ganz elementar, was eigentlich jeder immer vergisst. Zum Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung ist der Schutz der Entnahme. Denn Ihre Kunden und wir alle wollen ja das meiste für unser Geld, was wir uns hart verdienen, auch aus so einer Verpackung wieder rausbekommen. Und zum Beispiel in Europa wird die Füllmenge, was auf der Flasche aufgedruckt ist, also das Füllvolumen nach der Füllmenge angegeben, was der Hersteller abfüllt. In Amerika ist es andersherum. Dort wird die Füllmenge auf der Verpackung angegeben, je nachdem, was der Verbraucher im Schnitt herausbekommt. Das heißt, bleibt viel in der Verpackung drin, muss der Hersteller vorab dies kompensieren und viel teure Kosmetikcreme hineinfüllen. Und das Ganze führt dann dazu, dass in Deutschland im Schnitt pro Jahr 50 Euro an Restmenge an kosmetischer Ware einfach in den Müll wandert und weggeschmissen wird. Das macht bei 82 Millionen Deutschen 4 Milliarden Euro Verschwendung. Doch es geht hier nicht nur ums Geld, auch ja, sondern es ist auch eine Überproduktion an Kosmetik, die erstmal vorproduziert werden muss, dass wir sie nachher wegwerfen. Das sind pflanzliche Rohstoffe und das sind auch wieder CO2-Emissionen, die man sich natürlich hier sehr gut sparen kann. Denn das Ganze funktioniert ähnlich wie beim Weißwurstessen, was in Bayern sehr wichtig ist eben. Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Eine davon, die urigste, ist halt eben das Zuzeln, dass man eben die Weißwurst mit dem Mund auszuzelt. Und so ähnlich macht es die Pumpe mit dem Sackerl in der Flasche. Die zuzelt dementsprechend, so gut es geht, alles aus. Ja, ist so. Und welche weiteren Aspekte dementsprechend noch in diesem Projekt berücksichtigt worden sind, unter den Begrifflichkeiten Reuse, Reduce und Recycle, wird der Herr Wannemacher Ihnen noch näher darlegen. Können Sie mich liegen lassen. Ich wollte gerade sagen, ich darf den 50er noch kurz aufheben und Ihnen zurufen. Vielen Dank für Ihre Energie, die Sie mir geschickt haben und lasst uns ein bisschen was einsparen. Dankeschön. Ja. Ja, also die Präsentation des Ergebnisses unserem mittlerweile zweijährigen Entwicklungsprozess, die habe ich dem Herrn Knerr gesagt, dass ich die herzeigen möchte, dass ich das präsentieren möchte. Das lasse ich mir nicht nehmen. Wir haben gemeinsam mit der Firma Gablast eine neue Flasche entwickelt. Wir haben die Vorteile dieser Kunststoffverpackung von der Firma Gablast mit der Expertise von uns als Abfüller und als Kosmetikhersteller kombiniert und haben gesagt, für unsere Produkte, für die besten Produkte der Welt, brauchen wir die nachhaltigste und beste Verpackung. Und herausgekommen ist die weltweit erste funktionierende Glas-Mehrweg-Kosmetikverpackung, die airless ist und eine 100%ige Restmengenentleerung erlaubt. Und genau so schaut sie aus. Wir haben hier weltweit einmalig und weltweit zum ersten Mal eine sterile Abfüllung möglich, auch wenn ich die Flasche nicht extra chemisch aufbereite. Ich habe hier weltweit erstmals einmalig in einer Glasflasche diese 100%ige Barrierefunktion in Kombination mit dem Entnahmekomfort und keiner Restmenge. Und, das ist das Besonderste, wir können diese Flasche ohne
aufwendige Transporte ohne aufwendige Aufbereitung einfach wiederverwenden. Wir können das Glas vom Kunststoff trennen und befüllen es einfach wieder neu, wenn ihr das im Rahmen unserer tollen Recycling-Aktion an uns zurückschickt. Und ihr profitiert davon weiterhin mit einem Gratis-Produkt für 10 zurückgesandte Flaschen. Wie funktioniert das? Wir haben diesen Kunststoffbeutel hergenommen und die steife Hülle so dünn wie möglich gemacht. Das Ganze mit einem sehr aufwendigen Verschluss mit einer Glasflasche kombiniert und diese Glasflasche bedruckt. Was wir machen, wenn ihr das System an uns zurücksendet, wir befüllen es neu und wir können es wieder an euch zurücksenden. Das ist die erste wirklich super funktionierende Mehrweg-Glas-Kosmetikverpackung, die Ringana zusammen mit der Firma Gablast soeben patentiert hat. Und das Besonderste ist natürlich, ich glaube, dass ihr die bald in den Händen halten werdet. Wir haben den Entwicklungsprozess abgeschlossen und ich glaube, dass die Frau Ruby euch etwas vorstellen wird und ihr das bald selbst sehen werdet. Und ich freue mich dann schon auf den Vortrag von der Marianne und freue mich darauf, wenn ihr die ersten Glasflaschen dann auch bekommt. Es wird nicht heute sein, aber es wird sehr, sehr bald sein. Danke sehr.